Hallöchen und herzlich willkommen zur ersten Folge. Wie baut man was in Sims 4? Genau, in Sims, nicht in Minecraft. Das heißt jetzt nicht, dass für Minecraft weniger Videos kommen, sondern für Sims und Minecraft kommen Videos. Also keine Sorge, das wird nicht weg sein. Wir werden einfach die Sparte, wie baut man was, auf mehrere Spiele aufbauen. Und ich habe mir gedacht, viele, die Minecraft spielen, spielen bestimmt auch Sims. Ganz sicher. Und das Schöne ist, Minecraft ist einfach der Meister im Großen, im Majestätischen, in Mega-Builds, in Riesensachen. Und Sims ist einfach der Meister im Detail. Und das ergänzt sich doch ganz schön, denke ich mal. Ich muss natürlich noch viel lernen. Das letzte Sims, was ich gespielt habe, war Sims 2 und nicht Sims 4. Aber ich denke, mit den kreativen Köpfen aus der Community und meiner Wenigkeit kriegen wir da sehr schnell sehr coole Sachen hingebaut. Zum Beispiel sowas hier. Ich blende das einfach mal ein. Und wenn dir das Ganze gefällt, wenn dir die Idee auch gefällt, dann schreib es mir doch in die Kommentare oder like das Video, wenn du nicht geschenkt kannst, und einen Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal sofort los mit dem kleinen schnellen Häuschen, was du dir einfach in der Galerie unter Hashtag wie baut mal was runterladen kannst. Das Ganze haben wir natürlich begonnen mit den Räumen, dem Fundament, dem Grundriss des Hauses im Allgemeinen. So fängt man ja bei Sims immer an zu bauen, das ist ja nichts Neues. Da brauche ich auch eigentlich gar nicht viel zu sagen. Außer, dass mir aufgefallen ist, dass das Ganze in Sims 4 zumindest sehr, sehr fummelig geworden ist. Bietet einem natürlich aber auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und Fummel ist natürlich immer eine gute Sache. Aber wir haben einen Mickey Maus Kopf gebaut. Ja. Geplant war eigentlich erstmal ein quadratisches Haus. Ganz einfach, ganz simpel. Dann dachte ich mir, ein bisschen langweilig, machen wir ein paar Rundungen rein, zack, haben wir Mickey Maus Kopf. Ich weiß nicht, ob das Kindheitserinnerungen weckt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde, im Allgemeinen ist das Bauen in Sims 4 sehr, sehr gut gemacht. Auch wenn man einige Dinge wirklich sich, sage ich mal, erarbeiten muss, weil das gar nicht so einfach ist. Zum Beispiel, wie kann ich Objekte drehen, während sie noch am Mauszeiger sind? Weil ich will sie nicht im Nachhinein drehen, ich möchte sie am Mauszeiger drehen. Deswegen habe ich nämlich da so einen komischen Knick reingekriegt. Und das ist ganz, ganz, ganz komisch gewesen. Ich weiß auch nicht, wie man das anders macht. Aber da werde ich mir wohl selber ein paar Tutorials gerade zu Hotkeys und so angucken. Und wenn ich das Ganze dann herausgefunden habe, dann werde ich wahrscheinlich ein Video dazu machen, was die wichtigsten Hotkeys sind und so weiter und so fort. Damit die Leute, die neu in Sims sind, genauso wie ich, nicht vor denselben Problemen stehen. Wie zum Beispiel, dass da auf einmal der Raum kaputt geht. Man zieht eine Wand hin, ist doch nicht dicht, da ist kein Schatten drin. Und schon hast du ein Loch in der Decke. Sehr geil. Da musst du dieses Loch flicken, das macht wieder die Wand kaputt. Das ist alles total bekloppt irgendwie gemacht. Aber genauso fummelig ist natürlich auch das Design. Weil hier sehen wir, dass ich einen Haufen Wanddesigns durchgeguckt habe. Und so lernt man aber auch nur dazu, weil du musst einfach probieren, 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 probieren. Ich wurde ja in Minecraft schon ganz oft gefragt, wie kann man so gut im Bauen werden und was hast du gemacht, um so gut zu werden und. Probieren, einfach ausprobieren. Egal, ob es jetzt die Räumlichkeiten sind, ob es Fundament ist, ob es Wanddeko ist, ob es Minecraft-Block-Kombinationen sind, das ist vollkommen egal. Aber man muss sich rumprobieren. Und gerade in Sims 4 ist natürlich das Rumprobieren mit der Einrichtung das, naja, Schlimmste, aber auch Schönste zugleich. Es ist irgendwie so eine Hassliebe mit Sims, ne? Weil man hat einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, was einem sehr, sehr viel Freiheit bietet. Klar, keine Frage. Aber man hat natürlich auch die Qual der Wahl und muss dann gucken, dass so Dinge zusammenpassen. In Sims 4 ist es schon gelöst, dass viele Dinge, also ganz egal, ob es jetzt Möbel sind, Lampen sind, Teppiche, Fenster, die zusammengehören, haben denselben Namen. Und dadurch kriegt man relativ einfach eine schöne Kombination, eine schöne Komposition zusammen. Da braucht man sich gar nicht so schwer zu tun am Anfang. Also wenn du anfängst zu bauen oder neu bist in Sims, dann such erstmal nach den gleichen Namen oder tipp in der Suche einfach den Namen des einen Objekts, was du schon hast, ein und du findest halt alle, die dazu passen. Das ist so mein erster Tipp, den ich geben kann, weil das ist mir jetzt einfach beim ersten Bau auch aufgefallen und das macht das Ganze gerade für Neulinge natürlich sehr, sehr angenehm, da in einem Schema zu bleiben, in einem Muster zu bleiben, in einer Stilrichtung zu bleiben. Ich habe versucht, bei dem Haus so ein bisschen einen Stilbruch zu machen. Und zwar sollte das Haus eher so ein altes, rustikales Haus sein. Man sieht das von außen noch mit dieser alten Holzvertäfelung, aber schon einen etwas moderneren Zaun auf dem Fundament. Weil ich wollte einfach, dass das Haus so ein bisschen, naja, ich sag mal, so ein bisschen schon renoviert wurde. Ne? Also da sollen modernere Leute einziehen oder eingezogen sein, die anfangen das Ganze zu machen. Hier sehen wir auch das Bad noch mit so alten Fliesen und Beigefarben an der Wand und so. Das ist so ein alten
Waschschrank da, also so ein altes Spüle, ne? Waschbecken mit Unterschrank. So, jetzt hab ich's. Mein Gott, Gehirndurchfall lässt grüßen. Aber gleichzeitig haben wir im Haus auch schon modernes Laminat liegen. Wir haben ein modernes Bett in Anführungszeichen. Das Wohnzimmer und alles ist noch relativ alt und rustikal, ne? Weil einen großen Raum zu renovieren ist teuer und kostet Zeit. Also da wollte ich halt einfach so einen kleinen Stilbruch machen. Und so sieht meine erste kleine Hütte aus. Ich hoffe, dir hat das erste Video von Wie baut man was in Sims gefallen. Wenn ja, dann kannst du das Video natürlich gerne liken, wenn euch geschehen, den Kanal abonnieren. Von meiner Seite heißt vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Und wenn du Vorschläge hast, wenn du sagst, hypermodern mit Glas und Pool und allem und vielleicht, weiß ich nicht, dann schreib es mir doch in die Kommentare. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ansonsten vielen lieben Dank und ciao mit V.